Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Hoffe, ihr habt noch recht Bock drauf auf dieses Projekt, denn ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ja, wir machen jetzt hier auf jeden Fall weiter. Wir haben ja im letzten Part, hier haben wir den Vielfraß unseren Sternenteile gegeben, damit wir allgemein weitergehen konnten für diesen Stern hier. Heißt ja nicht umsonst erfülle den Wunsch des Vielfraß. Und wir machen hier weiter im Ota-Königs-UFO-Armada. Okay. Selbst vom Namen hört sich's komisch an. Ach so, das ist das, was ich in der Ferne gesehen habe. Ach so, na dann, nice. Okay. Bin mal gespannt, wie wir da hinkommen. Ich laufe jetzt einfach mal wieder mal nach unten. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Und da irgendwie weiter zu... Nein, geh weg. Dankeschön. So, aber wie kommen wir da weiter? Wie kommen wir da bitteschön weiter? Wie machen wir das hier? Hier ist noch so ein Sternteil. Den gönnen wir uns mal. Ah, sammeln mal schön oder so. Vielleicht brauchen wir diesen Vielfraß nochmal oder so für irgendwelche Zwecke oder so. Keine Ahnung. Deswegen sammeln wir mal fleißig weiter hier diese Sternteile hier ein. Den Block kann ich ja immer wieder betätigen, immer. Wenn ich immer in der Galaxy da bin. So, dann passt das ja wenigstens. So. War ich schon in der Röhre überhaupt? Ja doch, da geht's ja wieder dahin. Ja, wie geht's denn hier weiter? Also zum Laufen, da oben bestimmt nicht mehr. Also kann das nur irgendwo hier nur noch hier oben sein, denke ich mal. Aber da waren wir ja auch schon hier oben. Muss ich hier einen neuen Ausgang hier finden oder so? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also bis jetzt habe ich jetzt nicht so einen richtigen Plan. Hier hat irgendwas geleuchtet, irgendwas? Ah, okay. Nehmen jetzt mal die Röhre. Nee, aber da... Nee, da waren wir auch schon. Nee, komm. Dann gehen wir da rein. Oder, nee. Bringt das vielleicht doch was, in diese andere Röhre reinzugehen, wenn wir das hier gemacht haben? Bringt das irgendwas? Ich versuche es jetzt einfach mal. Vielleicht... Bringt das ja was? Wenn nicht, habe ich das jetzt einfach alles für umsonst gemacht. Oh, dieses Laufen davon, ne? Okay. Der One-Up ist auf jeden Fall wieder safe. Das hätte ich eigentlich gar nicht machen brauchen. Einfach hier in die Röhre rein und fertig. Aber egal, fürs One-Up mache ich es jetzt einfach mal. Wir haben ja schon 9. Oh, es hat sogar was gebracht. Gut, dass ich das gemacht habe. Beziehungsweise, ich hätte auch gleich in die Röhre reingehen sollen. Das wäre etwas besser gewesen. Aber naja, gut, egal. Fürs One-Up ist schon schön und gut. Oh, hier ist ein Toad hier. Erstmal befreien. Der arme Toadie. Mario, danke. Dafür verrate ich dir unseren geheimen Trick. Diese dornigen Dinger, denen du dich nicht nähern kannst. Schleudere eine Kokosnuss mit deiner Drehattacke auf sie. Sollte ich das als Toadstimme durchgehen lassen? Ich weiß es nicht. Es hört sich einfach nur richtig behindert dämlich an. Oh, verdammt. Ihr könnt es ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich das so nehmen soll. Oh, auch wenn sich das richtig beschissen anhört. War das jetzt gut gewesen, dass ich die Kokosnuss auf diese Stacheln da drauf geschmissen habe mit der Wirbelattacke? Ich weiß es nicht. Aber ja, gut. Ist das hier so eine kleine Strandgalaxie oder so? Oder nee, eher ein Planet? Oder wie darf ich mir das jetzt hier vorstellen? Okay, klettern ist nicht. Kann ich die auch so generell nehmen? Dann mal die Stacheln, diese Stacheln da zusteuern. Ah, na, ist nur so ein kleiner, der bringt mich nicht weit. Ja, wobei. Ach so. Ja, okay, so geht's auch. Ein Poki? Hier ist ein Poki. Warum ist hier so ein Poki? Heißt nicht so? Ich denk mal schon, ne? Hey, ich will nicht von dir getroffen werden. Dankeschön.
Wie kann ich dich hier attackieren? Nee, bringt gar nichts. Oh nee, dann hat es nur was mit den Dings zu tun hier. Achso, die Sternteile, wenn man genug davon gesammelt hat, bringen also auch Ups. Hab ich gar nicht so gecheckt. Oh, okay. Nice. Die Münze habe ich aber nicht bekommen. Okay, egal, machen wir weiter. Machen wir einfach weiter. Wunderbar. Jetzt sind hier auch noch so Kettenhunde dabei. Eigentlich nur Hunde. Kugelhunde oder so. Naja, Kettenhunde ohne Ketten. Wenn ja keine Kettenhunde, ne? Irgendwas, da bräuchte man spontan einen anderen Namen dafür. Hä? Juhu, du bist Regenbogen Mario und damit unbesiegbar. Ah, das ist als nur ein Stern. Warum der ein Regenbogen ist, aber okay. Boah, das sieht ja richtig geil aus hier. In dieser Unverwundbarkeit. Wie so ein Schatten, der so hinterhergezogen wird. Und so. Allgemein, ey, das Design davon sieht doch mal richtig cool aus. Bringt das irgendwas, dass ich die. Ich wollte es versuchen. Bekomme ich nochmal den. Bekomme ich nochmal den Stern? Nö. Chance verkackt. Hätte ich damit irgendwas machen sollen oder so auf die Schnelle? Vielleicht die Kettenhunde irgendwie dann doch zerstören oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen kleinen Stern hier rein. Okay, gut, da kommen wir auf jeden Fall hier schon mal weiter durch. Weg mit dir. Und ich habe ja volle Lebenskraft. Okay, gut. Sonst wollte ich gerade einen Gegner normal besiegen. Mit einer Sprungattacke. Aber das hat sich dann wohl erledigt. Na gut, da komm her, dann mache ich das jetzt. So. Jetzt habe ich wieder voll. Wofür ist das hier? Kann auch so da reinrollen? Bringt das irgendwas? Ne, für mich ist das nur so eine Barriere, dass ich da nicht rein kann. Ey, was mache ich denn gerade für einen Mist hier? Vielleicht andere Kameraperspektive wäre schon cool. Dankeschön. Mhm. Also bin ich sogar schon hier. Ah, hier sind sogar auch Kugelwillis. Na, große Klasse. Nein, verpiss dich, geh weg. Oh, okay. Ah, diese Physik von dieser Steuerung ist nur ein bisschen kompliziert oder so. Nach einem Wirbelsprung oder so bewegt er sich nicht gleich, sondern irgendwie hält in der Luft an irgendwie. Ach, das ist ein bisschen komisch, aber ich habe mich schon so langsam dran gewöhnt. Zu 85%. Aber soweit geht's eigentlich. So. Sagen wir mal schön weiter hier mal die Sternteile hier mal ein. Aber ich gehe jetzt mal nach oben. Hier ist ja sowieso noch mal so ein Stern, wo ich weiter gehen kann. Und es geht auch einfach so. Wunderbar. Hä? Raumschiffe? Beziehungsweise halt so. Diese Schiffe halt. Warum sind wir jetzt auf einmal hier? Nice. One-Hit KO. Junge. Perfekt. Einsame Spitze. So. Den Toad hier mal retten. Super. Nun eile weiter. Kein Problem, machen wir. Diese Musik ist etwas düster, kann das sein? Jetzt gehen wir hier nach oben. Vielleicht gibt es hier auch irgendwas. Nö, hier ist nur so ein Steuerrad. Bringt aber nichts. Nö. Und auf die andere Seite? Ja, auch nur. Nur eine Coin. Ah, vielleicht ist hier noch irgendwas. Ich sehe da nichts. Soll ich es jetzt testen? Versuch's jetzt einfach mal. Oder geht das überhaupt? Nee, das ist so komisch rutschig, das geht noch nicht mal. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich auch irgendwie auch nicht, egal. Kamera? Nee, geht nicht mehr. Okay, gut. Ich glaube, es hätte noch nicht mal funktioniert, oder? Falls ja, wäre bestimmt eine Kleinigkeit versteckt. Vielleicht so ein Wonder oder so. Kann ja auch sein. Möglicherweise, wie auch immer. Gibt's hier einen Bossfight?
Weil es wäre nicht hier umsonst so ein Sternenpilz, um von 3 auf 6 Leben zu kommen. Deine Lebenskraft hat sich auf 6 erhöht. Wenn sie auf 3 sinkt, wird sie wieder wie vorher. Wahrscheinlich gibt es hier einen Bossfight, ne? Sonst würde ich das hier bestimmt nicht bekommen. Ne, versuche ich jetzt nicht nochmal. Da, weg mit euch hier. Keine Leben verschwenden hier. So. Es kommt safe ein Bosskampf noch, auf jeden Fall. Weil, ist ja nicht ohne Grund, dass ich jetzt so einen Pilz bekommen habe. Was ist mit dir hier? Mit dir, lieber Luma? Von hier ab ist es ganz schön gefährlich. Wenn du in der Klemme steckst, schieße Sternenteile auf die Lichter zu deinen Füßen. Dann erscheinen Münzen, mit denen du deine Lebenskraft auffüllen kannst. War hier die oder was? Ach so, Tatsache. Ach so. Das wusste ich doch gar nicht. Okay. Ach, dieses Oktoviech. Okay. Was soll ich mit dem machen? Ach so, einfach nur auf ihn draufballern oder was? Weil er diese Dinger verschießt. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Okay, das hat nichts gebracht. Ich rutsch auch immer so kacke weg, ne? Kannst du auch normal schießen? Dankeschön. So. Toll. Oh, und der macht jetzt nicht diesen komischen Ganondorf-Move-like da hier, oder? Ist ja richtig dämlich. So, und jetzt? Können wir ihn jetzt komplett angreifen, oder wie? Weil der hat seine Krone verloren. Ah, kacke, Mann. Ich rutsch auch die ganze Zeit weg. Was ist denn das für ein Müll? Der ist doch nicht jetzt schon besiegt. Als ob. Als ob? Lol. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt voll schwierig. Vor allem diese blauen Flammen waren wahrscheinlich nur zur... Naja, für die Schwierigkeit, denke ich mal. Für eine kleine Behinderung, sag ich mal. Und das habe ich schon im vorletzten Part erwähnt. Oder im letzten Part. Die Musik im Hintergrund. Auf Mondland, ne? Mario Odyssey, ne? Wohlgemerkt. Wusste ich gar nicht, dass diese Art von Soundtrack schon verwendet wurde. Der war für mich neu irgendwie gewesen. Aber dass es hier schon im Mario Galaxy schon diesen Art Soundtrack gab. Das hört sich nämlich genauso an. Wie beim Mondland. Naja, gut, egal. Ich will nicht wissen, wenn ich in dieses Feuer gegangen wäre, ob ich jetzt instant down wäre oder nur einen Teil meines Lebens vergeudet hätte. Zum Glück ist es nicht passiert. Das wäre nicht so geil gewesen. Aber okay, gut, ne? Ota Königs UFO Armada. Vor allem, warum UFO Armada? Da sah man nicht mal aus wie ein UFO. Aber ja, okay, gut. Geht schon klar, ne? Ich glaube, ich werde es erstmal beibehalten. So sind immer so fast 15 bis 20 Minuten. Weil nicht, wenn ich noch eins mache. Und dann brauche ich dafür übelst lange. Deswegen passt die Zeit so okay, ist zwar noch ein kleines bisschen kürzer, aber wie gesagt, ich habe im ersten Part gesagt, da war zwar die Überlänge und fast 30 Minuten, knapp 30 Minuten ungefähr, aber wie gesagt, 15 bis 30 Minuten geht auf jeden Fall locker klar. Und dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part, weil das haben wir ja erstmal komplett, ich denke mal, es wird in Zukunft mehr Sterne geben, denke ich jetzt mal, weil nur 3 oder so bei einem Planeten finde ich ein bisschen mager. Bisschen mager. Aber ja, deswegen wird es dann im nächsten Part Zeit, dass wir dann hier diese Galaxy freischalten. Mal schauen, was das für eine ist. Und ja, da machen wir natürlich dann auch im nächsten Part weiter. Deswegen würde ich sagen,
machen wir dann im nächsten Part bei der neuen Galaxy weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Bock, beziehungsweise weiterhin Bock habt auf dieses Projekt, lasst es mich auf jeden Fall, naja, mit einem Daumen hoch auf jeden Fall gerne wissen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.